Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es endlich um den Amazon Echo Spot. Ich habe das Gerät heute einen Tag vor dem offiziellen Release bekommen und habe es direkt natürlich ausgepackt für euch und es direkt installiert. Und genau das werden wir uns in diesem Video einmal anschauen. Wie sieht das Gerät an sich aus? Erfüllt es die Erwartungen von vielen? Und vor allen Dingen, wie richtet man das Teil ein? Ist es genauso einfach wie bei den anderen Geräten oder gibt es irgendwelche speziellen Punkte zu beachten? Hier sehen wir einmal den Karton. Das Ding ist schön in Folie eingepackt. Reißen wir einfach direkt das Ding mal auf und gucken uns an, was so dahinter steckt. Zunächst einmal stylische Verpackung, wie auch die anderen Amazon Echo Geräte, wurde dieses Ding hier wirklich schön verpackt. Passt auch absolut natürlich vom Design in die normale Produktreihe rein. Und wir sehen direkt auf dem Produkt selber, beziehungsweise auf dem Karton selber, sind die größten Attribute des Amazon Echo Spot aufgelistet. Zunächst einmal haben wir natürlich hier dieses Bild. Das ist natürlich das, was eines der größten Pluspunkte ist. Dieses Gerät kann alles, was der Amazon Echo Show kann, nur klein und kompakt. Ein stylisch kompakter Echo mit Bildern. Deswegen gucken wir uns einfach direkt einmal an, wie das Gerät an sich denn wirklich aussieht. Der Karton ist nicht allzu groß, deswegen lässt sich auch schon die Produktgröße erahnen, wenn man sie nicht sowieso schon nachgeschlagen hat davor. Und wenn man den Karton hier aufmacht, sieht man auch schon direkt, es wird nicht viel mitgeliefert. Einmal das Amazon Echo. Den Echo Spot gibt es übrigens in zwei Farben. Einmal in Schwarz und in Weiß. Ich habe das weiße Modell bestellt, weil es dann auch zu meinen restlichen Amazon Echos passt. Und wie gesagt, in Schwarz auch erhältlich. Das packen wir einmal kurz zur Seite, gucken uns an, was sonst noch mitgeliefert wird. Jede Menge Material natürlich, jede Menge zum Nachlesen, was wir jetzt erstmal links liegen lassen. Und dann wird der Stromadapter geliefert, was mir direkt zu Beginn auffällt. Schönes, langes Kabel, finde ich gut, hat Amazon rausgelernt. Liefert man jetzt immer mit einem ordentlichen langen Kabel aus, die Geräte. Und natürlich hier der Pin-Stromadapter, der das Ganze mit Strom versorgt. Micro-USB wäre nicht möglich, von daher passt das auch alles. Die größten Anschlüsse des Amazon Echo Spot einmal kurz aufgelistet. Gucken wir uns natürlich gleich an, sind natürlich einmal die Möglichkeit, dass man das Ding mit einem Audioausgang verbinden kann. Sehr, sehr großer Pluspunkt gegenüber dem Amazon Echo Show, wie ich finde. Natürlich hat das Gerät WLAN, das heißt, ihr benötigt natürlich auch wieder WLAN, um dieses Gerät zu Hause nutzen zu können. Ja, die Diskussion hatten wir bei dem ersten Echo schon. Das ist nun mal jetzt aktuell auch in der Smart Home Branche wirklich der Standard geworden, dass man sagt, alles über WLAN und dementsprechend gehen diese Geräte natürlich auch nicht mehr über einen LAN-Anschluss, sondern lassen sich nur per Wireless LAN einbinden. Bluetooth hat das Gerät ebenfalls, auch wie alle anderen Amazon Echo-Geräte. Sehr, sehr schön, dass auch der Standard unterstützt wird. So lässt sich natürlich auch weiterhin das Multi-Room-Audio und so weiter, also Audiogeräte von extern und so weiter, mit dem Amazon Echo auch hier mit dem Echo Spot koppeln. Und natürlich hat Alexa den vollen Umfang. Das heißt, alle Skills und so weiter gehen natürlich auch und natürlich auch die Skills, die nur für den Echo Show gemacht wurden, heißt die Video-Skills, die verschiedenen Skills mit Bildern und so weiter, die funktionieren natürlich hier auf dem Echo Spot auch, allerdings mit einem etwas komprimierteren Display. Um das Ding zu installieren, machen wir einfach einmal kurz das Teil in den Strom rein. Das geht recht schnell auch hier, wie das Gerät dann reagiert. Das heißt, das Gerät richtet sich wieder komplett am Bildschirm ein oder verlangt die Bildschirmeinrichtung. Das kennen wir schon vom Amazon Echo Show. Das heißt, WLAN und so weiter muss hier nicht mehr über die App eingegeben werden, sondern könnt ihr direkt auch über den Touchscreen am Gerät eingeben. Und dort könnt ihr natürlich dann auch, wie ihr das vom Amazon Echo Show könnt, alle Einstellungen vornehmen. Was ich persönlich sehr, sehr gut finde, der Umweg über die App, den spart man sich dadurch einfach und es ist viel, viel einfacher. Dann natürlich, was direkt zu Beginn auffällt, das Gerät muss ich erstmal updaten, was allerdings laut Amazon bis zu 10 Minuten dauern kann. Bei mir ging es jetzt recht schnell und wenn das Gerät abgedatet ist, das gucken wir uns nochmal gleich das Design an, dann habt ihr auch schon den vollen Funktionsumfang vom Amazon Echo. Das heißt, das Gerät während dem Update startet ein paar Mal neu. Das ist komplett normal. Wundert euch da nicht. Das heißt, das Gerät startet während dem ganzen Vorgang ein paar Mal neu.
wundert euch da nicht. Das ist komplett normal. Es zieht sich die Updates und dann seid ihr auf dem aktuellsten Stand und könnt auch direkt schon loslegen. In den nächsten Videos werden wir uns anschauen, wie sich der Amazon Echo Spot gerade im Verhältnis zu den anderen Amazon Echo Geräten verhält. Wir werden uns auch mal das Verhältnis Spot zu Show anschauen, weil für viele ja der Spot wirklich die günstige Amazon Echo Show Alternative bietet. Deswegen, diese zwei Vergleiche gibt es definitiv. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Fragen habt zu dem Gerät, was ihr alles in den nächsten Videos zu dem Gerät sehen wollt, schreibt es mir einmal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich versuche wie immer alle eure Wünsche, alle eure Fragen und so weiter in die nächsten Videos mit reinzubringen, sodass jeder eine Antwort auf seine Frage zum Amazon Echo Show erhält. Und natürlich werden wir dann auch gemeinsam uns das Gerät einmal komplett angucken, was die Software, was die Hardware angeht. Eine komplette Review gibt es dann natürlich auch hier auf meinem Kanal. Und wenn ihr mich direkt anschreiben wollt, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Super viele machen es schon, finde ich auch unheimlich klasse. Ich versuche immer wieder allen auch direkt eine Antwort zu geben. Allerdings, der Andrang ist so unglaublich groß, dass es manchmal ein bisschen dauern kann. Trotzdem, schreibt mich definitiv an. Ihr habt meine Handynummer dort unten in der Infobox stehen. Ihr könnt mich jederzeit anschreiben über den SL Messenger. Den gibt es kostenfrei für Android und für iOS. Ladet euch das Ding runter, addet mich dort mit dieser Handynummer und ihr könnt mich direkt anschreiben. Ich bekomme direkt auf mein iPhone hier eure Nachrichten und kann euch dann auch direkt antworten. Wie gesagt, wenn ihr noch auf eine Antwort wartet, es kommt. Keine Sorge, es war viel, viel los in den letzten Tagen, aber ich arbeite alles ab. Deswegen definitiv nutzt diese Möglichkeit. Super, super cool. So stehen wir direkt in Kontakt. Und vor allen Dingen ist es viel, viel einfacher, als über die ganzen Nachrichtenportale vor euren Fragen zu gehen, weil es einfach viel direkter ist. Und bis dahin hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr. Mehrfach die Woche gibt es alle News, Reviews, Tests und so weiter aus der Smart Home und aus der Technikbranche exklusiv für euch hier als Video auf YouTube. Deswegen lasst ein Abo da, dann seid ihr auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin freue ich mich auf eure Nachrichten. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch und wünsche euch viel, viel Spaß mit der Technik. Bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.